Guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Das tut ein bisschen weh gerade. Ich war gestern noch beim Zahnarzt. Eine 4-Stunden-OP. Der hat mir die ganze Kauleiste neu gemacht. Ist in Arbeit alles. Und ich denke mal, es geht. Folgendes: Übermorgen am Freitag erscheint die erste digitale Single-Auskopplung von BRLABL. Keine Ahnung, wie wir das aussprechen sollen. Na, jedenfalls könnte es mal. Ich denke mal, Brillabel ist schon richtig. Und dann, das ist so Stoner Rock, Death Metal, Metal halt, ne? Und dann könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen, die KKR-Card, die coolen Kinder, die schon eine KKR-Card besitzen, die können das schon seit locker einer Woche hören, den Song. Die kriegen von mir immer mindestens 2 Wochen vorher einen Link, wo sich den Song streamen können. Also wenn auch du zu den coolen Kindern gehören möchtest, registriere dich für die KKR-Card und du wirst in Zukunft locker 2 Wochen vorher immer die Single-Auskopplung von aktuellen KKR-Bands hören können. Ist doch eine tolle Sache, ne? Und dann, gut, das dazu die Single-Auskopplung von Brillabel. Und es gibt noch richtig viel mehr News. Und ich plaudere jetzt ein bisschen mal was, auch wenn ich jetzt auf die Gefahr hin von der einen oder anderen Band was auf die Glocke kriege. Dieses Jahr wird auf jeden Fall noch das neue Album von Frenity, das Vinylalbum, bei mir auf dem Label erscheinen. Das könnt ihr bald vorbestellen. Es ist alles in der Arbeit. Und dazu gibt es später auch mehr. Ich werde dann das Cover hier einblenden, alles. Und könnt ihr dann vorbestellen. Und was ich richtig gut finde, aus den Gesprächen mit euch und mit anderen Bands, habe ich jetzt herausgefunden, dass, wenn ich euch auf eine Reise mitnehme, wie ich das immer sage, für eine um Vorbestellungen zu generieren. Denn dass es sehr gut ankommt, dass ihr das mögt. Gerade die aktuelle Reise, auf die ich euch mitnehme, ist ja Apalik. Apalik, heute werden jetzt die GEMA-Anträge, die GEMA-Zettel, der Bogen, wird heute an die Presswerke geschickt und dann müsste das alles finished sein. Als Doppelalbum im Gatefold-Cover, eine weiße Schallplatte. Viel mehr Spielraum ist auch nicht drin. Das ist eine sehr teure Produktion. Gerade vom Vinyl her. Das ist schweineteuer. Ich hätte gerne natürlich wieder 50 verschiedene Farben gemacht, aber das ist diesmal nicht drin. Aber egal, ich denke mal, so reicht das auch aus. Ihr könnt dazu auch mal was in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ob das immer sein muss. So diese verrückten Sachen, so 20 verschiedene Farben oder 10. Oder ob das auch mal so geht. Schreibt mal einen Kommentar dazu. Und dann, wollte ich noch sagen, genau, Apalik und dann Frenity erscheint bald. Und dann jetzt noch mal was richtig Gutes für euch Grindcore-Fans. Okay, das verrate ich jetzt im nächsten Video. Ich muss mir das okay ist einholen. Das wird was richtig Tolles, worauf sich viele richtig freuen werden. Und worauf sich viele auch noch freuen würden, ist, ich habe noch ein paar Kassetten hier von Magna Mortalis und Final Error. Beide kommen mit Download-Code. Beide vorbestellbar im KKR-Shop. Und natürlich gibt es noch was anderes Gutes. Ich habe jetzt dieses Radio gestartet mit eigenem Content, laut.fm/KKR-Radio. Dort, auch heute, stelle ich wieder weitere Releases vor. Ich quatsche ein bisschen dazu. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen und dann, ich denke mal, das wird auch ein bisschen besser. Gestern war ein Interview mit Convictors. Die Sendungen werden jeweils ausgestrahlt von 12 bis 13 Uhr und an jeweiligen Tag abends von 20 bis 21 Uhr. Und das ist eine gute Sache, ne? Und morgen ist noch ein Tipp für euch. Ihr wisst ja, dass ich so Musik mag wie Der Fluch, Ehemann im Grab. Es gibt einen neuen Geheimtipp, finde ich jedenfalls. Das, und zwar, wer von euch Adversus kennt, der Sänger Thorsten Schneier hat ein neues Projekt, eine neue Band, die heißen Dorn. Die werden zwar mit einem T geschrieben, die Dorn, aber das T kommt da irgendwie nicht zur Geltung. Die heißen Dorn. Und morgen spiele ich mal 5 Songs von Adversus und 5 Songs von dem neuen Dorn-Album, damit man sich mal einen Eindruck machen kann. Ob ich ein Interview hinkriege mit Dorn, muss ich mal gucken. Aber wenn du jetzt auch eine Death Metal Band hast oder denkst, du möchtest auch mal ein Interview mit mir auf meinem Radiokanal laut FM haben, schreib mich einfach an. Ich denke mal, wir kriegen da was hin. Und ja, das Video ist jetzt fast doppelt so lang geworden. Okay, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht für übel, aber es gibt gerade jede Menge Content wieder, ne? Und abonniert meinen Kanal, das ist für mich sehr wichtig. Bis dann.